Dun, 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 dun. So, sind wir wieder. Hat kurz gedauert. Ich habe mir einen frischen Kaffee gemacht. Ja, Tardive Multiplayer. So, also ich probiere es nochmal. Es ist mit Sicherheit auch ein bisschen schwierig. Was mir ein bisschen fehlt, ist der Überblick hier drüben. Wer wohin muss. Also der hat den hier geschaltet. Das ist ja jetzt schon mal wunderbar. Egal. Ich will nämlich noch was rüber kopieren. Warte mal. Wie viel Speicher? So, es muss auf jeden Fall, diese beiden Lampen müssen auf. Nur die Frage, wenn wir den runterlaufen lassen. Warte mal, wo waren dann die beiden Lampen? Das war dort. So, der macht es dort auf. Das ist schon mal ganz gut. Dann nehme ich mir den oberen, nehme ich mir dann mal. Und geh auch runter. Runter. Ich mit den Treppen ist ein bisschen. Dann nehme ich Blick. Allerdings braucht er eh. Der echt Wahnsinn. Dann nehme ich mir mal den da unten. Nee, nicht den, den da nehme ich mir mal. Und dann mach ich mal das andere Licht auch mit auf. Aber guck mal da. Da muss ich erst warten. So, nochmal. Da muss ich erst warten, bis der Lichtschalter ausgeht. Kommt gleich der andere, wenn er jetzt sich gefangen hat, dass er doch irgendwie runter geht. So. Macht der auch aus? Jetzt geht's oben aus. Ah, okay. Müssen wir nur gucken, dass hier draußen die beiden Lichter noch ausgehen. Ja. Da brauche ich also einen da drüben. Ich nehme mir mal den da. Ne, der kann nicht rüber. So, jetzt ist die Frage. Jetzt wäre es aus. Mein Problem ist, ich sehe nicht, was hinten passiert. Das ist mein Problem. Das ist das Dumme dabei. Ich sehe ja gar nicht, was passiert. Wie kriege ich denn den hier raus? Ist das der, der dran zieht? Weiß ich nicht. Ich weiß es gar nicht. Der muss irgendwie hier raus. Und da muss er aber dran ziehen, ne? Was war denn das Licht hier nochmal? Das war doch das. Oder das hier? Ne, das hier war das. Chisel. Die beiden machen da oben das auf. Ne, der hier macht das oben. Genau, so war das. Den müssen wir irgendwie rauskriegen, den einen. Warum geht's jetzt nicht? Wieder irgendwas verstellt. Und einer wieder verstellt. Wie kriegen wir diese beiden Lichter dort aus? Dem obersten Schalter wahrscheinlich.
Ich muss den Typen aber rausholen. Wenn ich den hier stelle, passiert soweit nichts. Das ist das, was ich nicht kapiere. Muss doch noch ein anderes Licht dort geben. Wie geht es hier aus? Und zwar hier unten die beiden, ne? Also. Ach, fuck. Das ist schwierig in meinem Kopf, in meinem alten Ommelkopf. Nee, dich. Und der da oben. Genau. Wer zieht den Hebel? Irgendeinen habe ich, glaube ich, verstellt. Ja, jetzt lassen wir die erstmal laufen. Hallo? Komm schon. Was ist denn jetzt? Komme ich da wieder nicht raus? So, der geht jetzt runter. Ah, couldn't have done it without you fellas. Muss der doch mal runtergehen. Geh doch mal runter. Jato! Ah, jetzt ist er tot. Warum ist er jetzt tot? Irgendeiner hat nicht gezogen. Irgendeiner hat nicht gezogen. Das ist so blöd gerade. Das ist wirklich ein bisschen verzweigt. Okay. Nee, da ist er tot. Da brauche ich gar nicht erst anmachen. Nee, das ist es nicht. Okay, der macht den Schalter. Dann ist ja schon mal gut. Jetzt kümmern wir uns ums der nächste. Der da. Vielleicht war ich auch jetzt zu schnell. Kann sein, dass ich jetzt zu schnell war. Funktioniert noch nicht. So, jetzt machen die beiden das Licht an. Richtig. Ich weiß immer noch nicht, was für ein Licht ich. Hier, die drei auf einmal. Alle drei zusammen. Alle drei zusammen. So, die drei haben ja eigentlich einen Job im Moment. So. Wenn der da gezogen hat, muss der noch was anderes machen. Muss der nämlich noch rüberlaufen.
Damit der da unten raus kann. Mua. So, lassen wir die beiden darüber. Warum geht er nicht weiter da? Ach so. Siehst du? Ja, du, GZ und Savi, du auch. War wieder falsch, ne? Weil der ja da zieht. Scheiße. Nochmal. Das ist echt nervig. Also der zieht dort. Und der muss runter. Der muss runtergehen. So. Okay, dann spielen wir den obersten. Geh doch runter. Ja. Weil er nicht funktioniert, wie er soll. Also die Steuerung ist echt schlecht. Liebe Leute. Da müsst ihr einen Patch raushauen. Das geht so nicht. Ihr könnt so ein Spiel nicht so steuern lassen. Bis die Peeps sich umgedreht haben. Und bleibt der jetzt da stehen, der andere? Den habe ich doch gesagt, der soll runtergehen. Facepalm. Was ist das, was ich nicht verstehe an dem Spiel? So. Ich bin mal gespannt, wenn ich den jetzt wieder ändere und da oben der nicht mehr richtig läuft, heulig. Oder ich spiele was anderes dann. Will dann auch nicht mehr. Das ist mit der Steuerung ist schwierig. Man muss echt diese Treppen so unwahrscheinlich genau laufen. Siehst du? Jetzt ist der unterste wieder auch nicht im Lauf. So, wunderbar. Das würde jetzt funktionieren. Jetzt muss ich mir nur nochmal den da nehmen. Der da. Der muss nämlich dann später darüber laufen. Ja. So, jetzt beide darüber. Ziehen die Hebel. Hoch. Oh, was ist dann jetzt? Also so macht das Spiel leider keinen Spaß. Das Problem ist, der Spielspaß geht verloren, wenn es nicht funktioniert. Ich bin mal gespannt, was die jetzt alle ziehen hier. Kann denn der eigentlich hochgekommen sein? Jetzt müsste ich nämlich den ganz hinten. Der ist ja immer noch da, ne? Jetzt müsste ich eigentlich den anderen. Der da. Ihr müsst jetzt drüber laufen. Wohin müsste der jetzt laufen? Der kann ja gar nicht dahin laufen. Weil der nämlich nicht dahin kommt. Kann ich dadurch, das weiß ich.
okay, der macht nur das dazu. Ich muss meinen Typen da auf jeden Fall erstmal rüberbringen. Schönen heißen Tag. Also wenn die Steuerung nicht so schlecht wäre, dann würde es wahrscheinlich ein bisschen mehr Fun machen. Aber dass der nicht mal ordentlich die Leitern laufen kann, sehr anstrengend. Jetzt kann der rüber endlich. Kann der nämlich hier den Hebel ziehen. So. Das auf Start. Gucken wir mal da oben. Bin mal gespannt, ob irgendeiner wegfällt, weil dann wäre irgendeiner ins Licht gelaufen. Das ist das Schlechte dabei, dass es echt ewig lange dauert. Aber da habe ich Zeit für eine Seite. So, der geht jetzt hoch, macht oben das Licht aus. Und dann fängt gleich der andere drüben zu laufen an. Kommt er hier rüber. Mhm. Und schaltet. Kann ich drüber? Brauche ich nur noch einen, der hier ausmacht. Das ist jetzt das, was ich noch brauche. Na klar, der da. Der kann jetzt ausmachen. Er ist ja ganz magic jetzt wieder hier unten. Und zwar wartet er kurz, bis ich rübergelaufen bin. Und dann geht er das Licht ausmachen. Macht da einen Zwitz. Und dann kann ich rüberlaufen. Und fertig. Genau. So, ich gehe da rüber. Und sage, go Willy. Kann ich mich wieder programmieren. Die sind dann immer an dem Spawnpunkt sozusagen. Was ja eigentlich nicht ganz richtig ist. So. Und der zieht und ich bin durch. So. Hat lange gedauert, oder? Echt lange gedauert. Oh, hat sich aber gelohnt. Never did read much into this god stuff. Not sure if my current situation is proof either way. At this point, couldn't hurt. Oh. Ein Plan ist da drunter. Considered, it's as good a lead as any. I get the feeling this is going to be a long night. Hmm. So. Da haben wir an dem letzten Level echt lange rumgemacht. Und das war meine kleine Vorführung von Renoir. Der Bitter Key hört hier jetzt auf in dem Moment. Und ich würde mal sagen, vielen lieben Dank für die Möglichkeit, mal hier reinzugucken. Martin, Baluchin, ne? Macht sich da mal. Baluchin ist krank, der hat sich die Krallen abgewetzt, warum auch immer. Der stinkt ganz komisch. Der war bestimmt irgendwo eingeschlossen.
und kam dann bestimmt nicht raus. Und dann hat er sich die Vorderkrallen abgewetzt. Da war er nämlich beim Tierdog. Hm? Er stinkt nämlich nach Wäschekammer. Und irgendjemand anderen. Okay, das war Renoir. Das hat jetzt irgendwie auch ein bisschen Spaß gemacht und ein bisschen nicht. Die Steuerung ist extrem schwierig. Da sollten sie wirklich noch mal ein bisschen was nacharbeiten, finde ich. Und wer Lust und Laune hat, ab morgen gibt es das Spiel, kann da selber ein bisschen probieren. Und wir beenden das.